Tabelle. Diesmal auf der Standard-Map, weil es hier, glaube ich, weniger Probleme gab als bei der Chemie-Map. Es kann auch sein, dass das hier jetzt hinterherhängt, aber irgendwie hatte ich das letzte Mal hier nicht so oft gehabt. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Mal den Rettungsdienst hinschicken. Einsatz RDW Winterberg, Florian Sauland, Ende. Schickt mir das Netz ohne Sonderrecht hin. Einsatz NEF Winterberg, Florian Sauland, Ende. Vielleicht können wir das Netz ja gleich noch gebrauchen. Wir hoffen es mal nicht, dass wir es benötigen. Das sieht natürlich sehr schön aus, die 0882 da leuchtend nachts zu haben. Hochsauerlandkreis rückt aus. Na, Platz da. Sondern nicht immer diese Blockierer. Machen wir gerade ein halbes Orgelspiel. Jo, der Rettungsdienst ist eingetroffen. Darf einmal sich hier um die verletzte Dame kümmern. Gut, dass wir den Notarzt schon prior alarmiert haben. Und darf das dann jetzt einmal mit seiner Rechten herfahren. Ich weiß schon, warum ich den Notarzt mitgeschickt habe. Ich finde, der sieht recht schnieke aus. Gefällt mir. Weiß gar nicht, habe ich jetzt Landhorn gerade gedrückt? Ich glaube ja, als sich das mehr so in der Stadt anhört. Jo, NEF eingetroffen. Notarzt kümmert sich um die Patientin. Höre, wird umgehend durchgeführt. Ja. Ach jo, dass wir einen Notarzt zu alarmiert haben. Das reichte wohl schon als Einsatzabschluss. Jo, Notarzt. Ja. Damit wir gleich beide Rettungsmittel wieder frei haben. Fahren wir mal eben mit Sonderrechten beide. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für eine schöne Verkehrskontrolle, die wir mal wieder durchführen können. Ich überlege gerade, wo wir die positionieren. Ob wir da hier an der Tankstelle. So, Stadt Winterberg hat schon wieder zu wenig Verkehrskontrollen durchgeführt. Dann können wir gleich mal ein paar Raser kontrollieren. Ein paar Geschwindigkeitsverstöße, um es genau zu ausdrücken. So, einmal der Lass an. Oh, der Rettungsdienst ist schon eingetroffen, das ist wunderbar. Hier steht die Polizei schon wunderbar. Dann packen wir hier, glaube ich, gleich den MTW. Und ja. So. Schön, dass die Bundeswehr hier rumfährt. Wieso auch immer sie hier mit einem Kettenfahrzeug rumfährt. Welches Fahrzeug hier von der Bundeswehr soll das eigentlich sein? Soll das der Fuchs sein? Oder welcher soll das sein? Ich erinnere mich an irgendein Truppentransportfahrzeug, aber ich komme nicht auf den Namen.
Und diese MTWs sind die Feldjägerfahrzeuge. Haben die eigentlich auch irgendeine Abkürzung? Militärischen, weil es gibt ja Fuchs und sowas und keine Ahnung, haben die auch irgendwie eine Abkürzung? Weil da kenne ich mich so wenig aus. Jo, da fährt die Polizei dann genau. Ja? Schicken die Jungs mal. Tollwutalarm. Schalten Sie das infizierte Tier aus. Verhindern Sie eine Ausbreitung der Tollwut. Tollwut. Und behandeln Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ich werde demnächst auch mal im Sommer wieder eine Sommerkarte einfügen, soweit ich das hinbekomme. Ich glaube, wir dürfen gleich schon mal einen Hintergrund-RTW hinschicken. Roger. 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 Zu Befehl. Ampelausfall durch technischen Defekt. Reparieren Sie die Ampel schnell, bevor es zu Unfällen kommt. Nein, 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 Unfälle wollen wir nicht. Komm, fahr mal. Na, fahr los! Und dann ich. Ja? Einmal hier bitte einen Leitkegel auf den technischen Defekt. Auch wenn die Vorfahrtslage hier eigentlich klar ist und hier keine Ampelanlage für mich besteht. Aber es sind jetzt auf einmal die Vorfahrtsschilder irgendwie ausgefallen. Dieses Schild steht auch irgendwie Einsatz Siemens Service Techniker. Sehr nah am Straßenrand. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Da hätte ich mit einem Bus Angst, ja, da irgendwo gegenzustoßen. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Verkehrsunfall. Oh, das hat hier aber ordentlich geknallt. Höre. Gut, dass wir die Kollegen gleich vor Ort haben. Dann können die hier so einen dicht machen. Wir alarmieren die Feuerwehr. TH Unfall. Einsatz für den Löschzug Winterberg, GSG-Einsatz, 4 Florian Sauer und Ende. Hier ist Florian Sauerland, eine Durchsage, Löschzug Winterberg, ja? Besetzen Sie den 8921, ich wiederhole, besetzen Sie den 8921, Florian Sauerland, Ende. So, wir haben jetzt wahrscheinlich, ja, hier ist noch keiner da. Ich hätte diese Wheelshop zu Ende wahrscheinlich anmachen müssen. Einsatz RDW Winterberg, Florian Sauerland, Ende. Fahrzeug brennt, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Jetzt haben wir auch noch einen Fahrzeugbrand. Einsatz NEF Winterberg, Florian Sauerland, Ende. Jetzt langsam interessant. Hier ist Florian Sauerland mit einer Alarmierung für die Feuerwehr Winterberg, Löschgruppe Zischen. Auf dem Weg. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her, Florian Sauerland, Ende. Ja? Auf dem Weg. Höre. Oder wir alarmieren hier immer die Kollegen hin. Florian Sauerland mit Einsatz für den Notarzt Olsberg. Ich wiederhole Einsatz Notarzt Olsberg. Höre, Sauerland schon Ende. Unterwegs. Sofort. Höre. Oh, Florian Sauerland, OP.
Notfalleinsatz RTW 73. Einmal ihr beiden hier mit Feuerlöchern ausstatten. Ausführung beginnt. Florian Sauer am Ende. Und draufkloppen. Einsatzleitung darf mal hier hin haben. Ja, wird gemacht. So, einmal hier bitte. Auf dem Weg. Wir haben bestimmt hier einen Gefahrgutunfall. Ja. Lagerkunden. So, der GWA darf auch einmal hier hinfahren. Wird gemacht. Die dürfen direkt hier hindurchziehen. Auf dem Weg. Höre. Fahrzeug zu schnell. Ich feier das. Klar, indirekt kann es dann ein Motorstreifenwagen sein, der fährt dann hier hin. Und jetzt leckt es. Okay, geht wieder. Sonst hätte ich es jetzt rausgeschnitten, wenn es jetzt länger geleckt hätte. Also demnächst werde ich sowas rausschneiden, wenn das dann gefreezt ist. Und die und den Timer stoppen. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's schon unterwegs? So, einmal bitte die linke Seite aufbauen. Okay, die Kollegen sind schon da. Aber hier den Schnellangriff von der Luftwaffe nehmen. Hat sie jetzt eigentlich geknallt? Nö. Was gibt's schon unterwegs? Sofort. Siemens repariert. Tauscht aus. Ja, das war eine andere Währung, aber. Aha. Okay, der Notarzt darf hier einmal durchrennen. Aber genug Rettungstransportmittel vor Ort. Zivilschutzanzug anziehen. Was gibt's? Darf es auch einmal einen anziehen. Du darfst dir einmal ein Gefahrenmesser hier mitnehmen. Damit ich weiß, um was für ein Gefahrgut sich handelt. Was gibt's? Und du darfst hier dein Chemikalienmesser. Schon unterwegs. Okay, radioaktiv ist der Stoff schon mal nicht. Das ist schon gut. Unterwegs. Könnt ihr schon wieder zurück? Drei Verletzte haben wir, dreimal rot.
try my red. Ja? Bin unterwegs. Einsatz für den RTW Medebach. Fahren Sie nach Winterberg, Florian Sauerland, Ende der Alarmierung. Firma 1, 2. Direkt könnten wir hier, wenn er fliegen darf, Hier Florian Unna mit Einsatz für den Christoph 8. Es geht nach Winterberg. Ist in Arbeit. Und dann nochmal bitte zwei Notärzte nachalarmieren. Wäre recht fein. Okay, hier darf man da auch einrücken. Florian Sauerland, Ende. Hier darf ich zusammenpacken. Hier Florian Siegen, Einsatz für das NEF Bad Berleburg. Ich wiederhole, Einsatz NEF Bad Berleburg. Florian Siegen, Ende der Alarmierung. Ja. Maximal ein RTW hier gerade da, oder? Ja. Das ist geil. Was gibt's? Ey, umdrehen. Dich brauchen wir. Florian Sauerland, Notfalleinsatz RTW 783-1. Ich wiederhole, Notfalleinsatz RTW 783-1. Florian Sauerland, Ende. So, ihr dürft ihr einmal eine Trage holen. Wir warten auf das NEF. Was gibt's? Wird gemacht. Boah, gut, dass der Rettungsschrauber eingetroffen ist. Ja. Den kann ich dann gerade gebrauchen. Und den RTW auch. Ja. Ja. Ihr dürft schon wieder einrücken. Der Transport dieses Patienten ist nur mit einem Notarzt möglich. Ja, Notarzt kommt ja gerade. Verdammt, ein Ex. Ja. Auf dem Weg. Höre. Höre. Schon unterwegs. Krankenhandvorteil sind zwar nicht wirklich weiter. Hier wurden alle rausgeschnitten, glaube ich. Was gibt's? Sieht so aus, ja. Ja. Dann dürfen wir hier auch schon mal. Vielleicht so ein paar Abschleppwagen anfangen. So, Abschleppfahrzeuge. Ja? Wir können schon wieder einhalten. Höre. Ja, Patienten dürfen wir nicht haben. Ja?
Da schreit schon mein Timer. Was gibt's? Aber dann haben diese Fahrzeuge schon, das ist der Weg. Irgendwo müsste noch die Polizistin haben. Ihr habt die Armee hier. Auf dem Weg. Wie viele Einsätze haben wir jetzt gemacht? Wir haben Ampel außerhalb Verkehrsunfall, Fahrzeugbrand. Ja, aber das ist schon das, was sich da als schon so lange gezogen hat. Wie gesagt, Leute, ich kann demnächst mal gucken, wie ich das mit den Einsatzprio einstelle. Oder wenn ihr wollt, mache ich den Tabak längere Folge. Würde mich sowieso mal interessieren. Ich werde die Umfrage schon früher reinstellen, wann ihr die Folgen am liebsten seht. Ob morgens, mittags, abends, nachmittags oder wann ihr. Wann seht ihr die Folgen am liebsten? Das könnt ihr mir dann mal eintragen. Je nachdem werde ich dann mal Upload-Zeiten anpassen. So, hier die ganze Feuerwehr darf ich einmal einrollen. Wie sieht das hier aus? Hier sieht's gut aus. Da haben wir eine Brandwache. Hier darf einmal hier hingerückt werden. Schon unterwegs. Ja? Er darf abrücken. So. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Höre. Und dann einmal hier in die Schwerpunktklinik bringen. Höre, wird gemacht. Höre, wird ausgeführt. Leiche, ich muss erst die Klinge ab, weil die Zeilen zu sein. So, für nichts habe ich genau Abschleppfahrzeug erlangen. Leiche ist noch nicht freigegeben, lassen Sie ja Kripo kommen. Ja. Abtransportieren. Ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es dann da ist. Eine neue Folge E-Mail-C4 Winterberg. So, die Polizei untersucht den jetzt hier noch. Und dann sage ich, Achtung, bis zum nächsten Mal. Es wurde ein Gewaltverbrechen und auf Wiedersehen. Verhaftet.